Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon The Random Nuzlocke und heute gegen einen Trainer, währenddessen ich mich mehr in die Mitte begebe, weil während des Let's Plays gehe ich gerne mal weiter nach links, keine Ahnung warum. Und wir werden heute gegen diesen komischen Psycho antreten, ich glaube das war ein Psycho. Mal sehen, ob ich deine Gedanken erraten kann. Könnte Psycho gewesen sein. Ja, ist natürlich blöd, wenn man seinen Controller nicht anhat, ne? So. Ey, wundert mich, wieso funktioniert der Scheiß nicht? So. Eine Herausforderung von Psycho. Jacques? Was zum Teufel ist das für ein Name? Ich nenne ihn Dieter. So, Herausforderung von Psycho Dieter. Er hat also ein Abra. Und wir haben nicht mehr viel Magnetbombe. Aber wir machen einfach Tackle. Der hat sowieso nichts drauf. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so dermaßen. Alter, jetzt beherrscht er wahrscheinlich nur Blitz. Wahrscheinlich beherrscht er nur Blitz. Pass auf. Ja. Blitz und Teleport, Leute. Blitz und Teleport. Das ist ein vernünftiges Abra. Sowas brauche ich auch in meinem Team. Warum werde ich so bestraft? Was ist denn das für eine Ecke in diesem Spiel? Ja! Das ist ja grausam! Das ist grausam, Leute! Komm, triff bitte! Nein! Warum? Ich will das Pokémon nicht wechseln! Ich will, dass mein Snox alle Erfahrungen bekommt! Es bringt gar nichts, wenn zwei Pokémon sich die Erfahrung teilen! Das ist gar nichts! Ach, Teleport! Wer hätte es gedacht? Das habe ich überhaupt gar nicht erraten, dass er das hat! Ich dachte schon, gestern hatten wir spannende Kämpfe, ne? Aber das ist das Nonplusultra, Freunde. Das ist das Nonplusultra. Teleport gegen nichts. Wow. Einfach wow. Komm. Du musst nur noch einmal treffen, Kollege. Danke. Meine Fresse. Was? Wer hat sich denn diesen Kampf ausgedacht? Hat er wenigstens noch ein zweites Pokémon? Ja, Snox erreicht Level 15, dankeschön. Dieter setzt Kadabra ein. Ja gut, dann wechsle ich das Pokémon halt zu Dave. Was ein Kampf, Leute, was ein Kampf. Okay, Dave. Zeit, dass du dem Typen zeigst, wo hier der Hase hängt. Oder die Kuh. So. Ach, du kannst plötzlich Konfusion. Wahrscheinlich war das Abra nur... Geil. Geil. Also ich muss sagen, der Tag fängt echt toll an, du. Das ist die beste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Vor allem weiß ich nicht... Ah, komm, wir setzen Laurin ein. Das... Klasse. Wow. Ich bin begeistert. Wir haben kein Glück, oder? Komm, mach ihn kaputt. Mach ihn einfach kaputt. So habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das vorgestellt. Oh Mann, ey. Warum? Ich finde keine Worte. Ich finde dafür keine Worte, Leute. Es ist so, als ob mich irgendjemand auf dieser Welt nicht mag.
Kriegen wir mal eine Folge hin, wo keiner stirbt? Wäre das vielleicht mal eine Alternative? Ich habe unseren neuen Kandidaten gefunden. Ja, jetzt kommt wieder das Abra. Komm, gib's mir Abra. Komm, ich mach dich jetzt mit Laurin fertig. Ich hab da echt keinen Bock drauf. Ich hab da echt keinen Bock drauf. Komm, hier. Alter, Annette. Geh's mir auf den Sack. So, ich werde jetzt einmal kurz speichern. Wir müssen nämlich kurz die Konsole neu starten, weil ich gerade anderweitig gespeichert habe und so das Spiel gerne rumbackt. Deswegen muss ich das Spiel so jetzt kurz schließen. Es ist ganz normal, dass ihr jetzt keinen Ton habt. Solange ihr mich hört, ist alles noch in Ordnung. So. Ich muss sagen, das ist die beste Folge aller Zeiten. Ich habe noch keine bessere aufgenommen. Ich habe das Mittag. Wann habe ich das bekommen? Gestern, vorgestern? Vorgestern oder so, ne? Vorgestern, ja. Hey, nicht eine Folge überlebt, ey. Ist unglaublich. Okay. Der nächste in unserem Team wird sein BC99. Herzlichen Glückwunsch an dich, du wirst ein Kapilz. Kampfpflanze. Das ist doch nice. Das ist doch nice. Und Level 13. Aber wir haben Miltank verloren. Wir haben einfach Miltank verloren. Es war so verdammt stark und wir haben es einfach verloren. Das ist. Ich versteh's nicht. Warum? Wie konnte das passieren? Wie konnte er mit einem Volltreffer meinen Miltank töten? Pilz. Erst lässt es den Gegner seine giftigen Sporen einatmen, dann traktiert es mit Boxschlägen. Ja, Spitznamen geben. BC99. Es tut mir leid, Dave, dass du so schnell krepiert bist. Es kann immer passieren, dass jemand stirbt. Einfach so, just for fun. Puff, tot. So schnell kann es kommen. Dann müssen wir kurz nochmal zurück. Dich eintauschen. Aber jetzt haben wir wenigstens wieder Pflanzen-Pokémon. Jetzt haben wir wenigstens wieder was Ordentliches. Aber ich glaube, Miltank konnte Surfer. Warte, ich muss gucken. Ich muss gucken. Mir wird das nicht niemals aus dem Kopf gehen, wenn ich das nicht prüfe. Ich versuche währenddessen gleichzeitig zu spielen. Das wird ein bisschen crazy. Miltank. So, der Miltank. Es ist echt schwer, auf dem Handy gleichzeitig umzuspielen. Vor allem auf dem Fahrrad. So. Wo sind die erlernbaren Attacken? Ja, wie schön, dass du hier keine erlernbaren Attacken hast. Naja. Durch Attackenlehrer. So tolle Attacken. Donnerschlag hätte sie lernen können. Donnerschlag! Das ist so traurig. Durch TM. Da stehen auch keine VMs. Doch da. Nein, sie konnte Surfer! Sie konnte Surfer! Nein! Fuck. Mist. Wir haben aber auch ein Pech, ne? Was ist denn das hier? Ach du lieber Strohsack. Hoho. Dieses Glitzern in deinen Augen, ich weiß nur zu gut, was das bedeutet. So sieht nur eine wahre Freundschaft aus. Du bist mehr als bereit, um am
Poke-Athlon teilzunehmen. Zwischen dir und deinem Pokémon-Team kann ich vor allem Zusammenhalt, Vertrauen und Potenzial spüren. Na gut, komm mir nach. Okay. Stimmt, da war ja was. Na, was sagst du? Das hier ist, sind die Poke-Talon-Haare-Hallen. Oh Gott, das ist ein scheiß Name, ey. Der Poke-Athlon ist der Zenit aller Sportarten für Trainer und Pokémon. Im Inneren dieser Halle wird die Freundschaft zwischen Trainern und ihren Pokémon im Sport auf die Probe gestellt. Ich muss gerade noch googeln. Und ihren Pokémon im Sport auf die Probe gestellt. Achso, haben wir schon gelesen. Ich lege dir dringend ans Herz, auch dort teilzunehmen. Aber das war eine schöne Überraschung. Wer hätte mit sowas schon geahnt, dass mir plötzlich ein Poké-Athlet von deinem Kaliber vor die Füße fällt? Oh ja, dankeschön. Es war eine gute Entscheidung, den Poké-Athlon hier in Johto zu eröffnen. Dreck! In den Korokan, kein Surfer. Es war eine... Also, mein Name ist Faustus. Wir werden uns im, bestimmt noch einmal irgendwo auf dem Weg, über den Weg laufen. Dann also bis bald und viel Spaß beim Poketlon. Hat er mich gerade beleidigt? Scheiß Quappo. So. Ich habe gerade nach Lorin geguckt, ob Lorin Surfer kann. Dave! Dave war der Typ, der Surfer konnte. Dave konnte Surfer. Dave! Warum? Warum bist du gestorben? Jeder hätte sterben können. Aber nein. Jetzt haben wir wieder nicht, jetzt haben wir wieder niemanden zum Surfen. Das ist so traurig. Das Leben ist einfach traurig, Leute. Verdammt. Na egal, das wird schon. Wir werden schon irgendwie zurechtkommen. Wir müssen halt dann ein Pokémon kurz ablegen, um ein anderes zu benutzen, das Surfer kann. Nur um von A nach B zu gelangen. Und im Wasser werden wir sowieso nicht kämpfen, weil da dieses Random-Zeugs nicht funktioniert. Das ist einfach so traurig. Irgendwas muss mich hassen. Irgendwas will nicht, dass ich dieses Spiel durchspiele. Und deswegen gibt es mir einfach keinen Surfer. Das muss es sein, Leute. Das muss es sein. So. Wir müssen uns erstmal das Pokémon angucken, ne? Haben wir noch gar nicht gemacht. Ja gut. Verschwindet einfach mal der Sound. Ist klar. Was ist denn los mit dir? Hä? Von hier auf gleich. Puff, weg. Verstehe ich nicht. Das ist echt... Heute ist... Irgendwas stimmt heute nicht. Irgendwas ist heute nicht ganz koscher. Sagen wir nicht, ich habe jetzt mit dem schwarzen Bild abgespeichert. Artladen. Alter, ich wollte nicht mit dir telefonieren. Ich kack gleich ab, Leute. Kack gleich ab. Jetzt haben wir da so einen schwarzen Bildschirm. Das stimmt mit dem Spiel nicht. Oh, das war ein Zeichen dafür, dass es ausfällt. Aber vielleicht funktioniert das, wenn wir jetzt ganz normal einfach laden. Geht doch. Sound ist auch wieder da. Ganz ehrlich, irgendwas stimmt heute nicht. Irgendwas ist heute ganz komisch. Ah, ich wollte mir das Pokémon angucken. Nein. So. Bericht. So. Hast Niederlagen. Hast dich. Pokédex Nummer hat's noch keine. Beherrscht Absorber, Tekel, Stachelspore, Egelsamen. Alter, bist du stark. Guter Verteidigungswert. Relativ gute Initiative.
Bei Kontakt eventuell paralysiert, vergiftet oder Schlaf. Sporen wird es richtig cool, Freunde. Sporen wird es eins der geilsten Sachen, die man haben kann. Na gut. Dann müssen wir erstmal so mit Kapilz klarkommen, wie er ist. Er hat noch nicht die besten Attacken, aber er hat Attacken. Übrigens habe ich dich vergessen, aus der Liste zu löschen. Das sollte ich jetzt währenddessen hier nochmal machen. Währenddessen ich aus Versehen jetzt League of Legends geöffnet habe. So. Ja, League of Legends. Tschüss. So. B1090, du bist auf jeden Fall aus der Liste jetzt entfernt. 20. Scheiße, du bist auch ein Vogel, ne? Haha! Das wird aber ein langweiliger Kampf. Komm, Laurin. Wir setzen zuerst mal Ding ins Bummen sein. Trashflegel. Gesang. War ja klar. Oh nein, du hast jetzt nicht Gesang gelernt, oder? Es ist ein Fluch! Alter, jetzt Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt... Ich versuch's dreimal, krieg's nicht hin und der sinkt da vor sich hin und ich schlaf ein. Dreschflegel wird ihn nicht töten, oder? Den Penner hat jetzt Gesang. Wie kacke ist denn das? Ah, okay. Komm. Kick den einfach tot, den Bengel, ey. Kick den tot. Okay, der Kollege beherrscht einfach mal Fußkick. Also wenn ich jetzt gegen das Mogelbaum verliere, ne, dann ist hier aber Ende. Dann ist hier aber Ende. Das akzeptiere ich wohl jetzt mal gar nicht. Nein. Warum? Ich hasse dich. Komm schon, mach einfach auf. Tu mir den Gefallen, Mike. Wach auf. Es ist nicht dein Ernst, ey. Oh, ich hab... Bin einfach geflohen. Bin so ein Vollhorst. Wir müssen ihn natürlich normal bekämpfen. Ich wollte eigentlich das Pokémon wechseln, habe auf Flucht gedrückt. Ärgerlich. Gott, was ist denn heute los? Es stimmt einfach vorne und hinten nichts. Okay. Die Frage ist, wird Kapilz überleben? Ich bezweifle es stark. Also insofern dieses Mogelbaum nicht nochmal Gesang erlernt, was es höchstwahrscheinlich tun wird, ist alles gut. Alles wird gut, Freunde. Alles wird gut. Wir müssen nur chillig bleiben. Alles wird gut. Ich habe so das Gefühl, dass meine Pokémon alle unterlevelt sind, ey. Du hast doch eine gute Initiative, ne? Mit der Initiative da, du. Puh. Hauptsache, du stirbst mir jetzt nicht weg. Ja. Yeah. So. Jetzt wollen wir mal sehen, Mogelbaum, welche die Eier hat. Du offensichtlich nicht.
Komm, Doppelkick. Mach es einfach kaputt. Bitte ein Volltreffer. Jetzt Volltreffer. Ey, ich habe 2 Chancen für einen Volltreffer. Ich krieg nie einen. Und dann kommt da so ein komisches Kadabra. Macht einmal Piu, Piu, Piu und macht einen Volltreffer. Und tötet mein Miltang. Naja. Der Surfer konnte. Über sowas kann ich nicht hinwegkommen, Leute. Es ist, als wenn mich jemand wirklich hassen würde. Abgezogen, Mogelbaum. Ich hab die richtig abgezogen, ne? Ich bin sehr froh, dass BC99 nicht gestorben ist. Haha, das war vielleicht ein Spaß. Hier, das ist ein Dankeschön dafür, dass du ihn fertig gemacht hast. Pflanzset. Sehr verstaut Pflanzset. Mit dem Pflanzset ist es ein Kinderspiel, Beeren aus allen Regionen anzupflanzen. Ach ja, richtig. Hier, ich gebe dir noch ein paar Beeren dazu. Mit dem Pflanzset alleine würdest du nicht sehr weit kommen. Sinnelbeeren. Sehr verstaut Sinnelbeeren in die Bärentasche. Pfiss auf Beeren. Ja, komm, ist gut. Ich weiß, da sind nämlich jede Menge Beeren dabei. Was? Du musst sie in den Boden einpflanzen und gelegentlich wässern. Alles klar, ich werde morgen nach Tukasia City zurückkehren. Und du? Willst du nach Tick City gehen? Dann musst du von hier aus nach Norden. Also dann, bis irgendwann mal. Das soll ein Baum sein. Okay. Hypertrank. Meine Pokémon sind aber noch viel zu niedrig für den Hypertrank. Komm, wir nehmen alle Trainer mit, die hier sind. Wir müssen alles nehmen, was kommt. Sonst sind wir richtig am Arsch. Oh, ich hätte eigentlich Folge beenden müssen. Wobei, wir haben heute so viel Pech gehabt und mussten so viel neu starten. Wir lassen das mal jetzt laufen hier. Merrill und Voltilam. Tja, da habe ich die richtigen Kandidaten für euch beide. Kann ich auf beide? Oh, ich kann nicht auf beide. Ich kann sogar Snox paralysieren. Lol. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal Stachelspore auf Merrill, weil der bekommt sowieso die Magnetbombe ab. Und ich glaube, Voltilam wäre nicht so großartig. Stachelspore, oder? Obwohl, doch, nicht sehr effektiv. Ja. Ha, paralysiert. Gegeben. Das nennt sich Karma, Leute. Es ist Karma. Ja, dann taken wir ihn. Und es ging daneben. Das ist einfach Karma. Ich muss auf jeden Fall das Merrill loswerden, weil der, wenn der mein Snox angreift, dann hat Snox ein Problem. Okay, aber es sei denn, er setzt Routenschlag ein, dann ist alles okay. Wir könnten eigentlich beide besamen, ne? Dann würden wir zweimal cooles Zeug bekommen. Komm, wir besamen Voltilam auch nochmal. Das heißt, im Doppelkampf wäre BC99 richtig OP. Du setzt Donnerschock gegen Snox ein? Ist das nicht ein Gesteintyp? Es ist ein Gesteintyp, der in der Luft schwebt, Leute. Oh. Das soll sehr effektiv gewesen sein. Das war ja mal nix. Guckt euch das an. Der zieht sich das ganze Zeug einfach rein. Er ist einfach nicht mehr aufzuhalten. Er ist einfach nicht mehr aufzuhalten. Jetzt machen wir Absorber gegen Merrill. Und dann war es das. Wow. Jetzt sind sie beide paralysiert. Das ist cool. Das ist definitiv cool. So. BC99, der ist jetzt unsterblich, Leute. Guckt euch das an. Boom. Zack, volles Leben. Und jetzt sauge ich nochmal von beiden Zeugs ab. Nachdem Merrill nichts tut. Im Doppelkampf, Freunde, im Doppelkampf. Der BC99 ist der OP.
Aber es ist trotzdem ein langer Kampf, weil beide nicht wirklich viel Schaden machen. So, jetzt komm, tötet die Bengels. Ich liebe Spornwirt. Es ist einfach zu cool. Es ist einfach zu cool. Boom. So, Meryl ist paralysiert. Das ist echt ein sehr paralysierter Kampf. Ja, das stimmt jetzt sowieso. Ja, toller Kampf. Abgezogen. Beide von meinen Leuten sind paralysiert. Ich kann direkt zum Pokémon Center latschen. Aber ja, was soll's, ne? Alter Radladen, lass mich. Hallo, ich bin's vom Fahrradladen. Unsere Fahrradverkäufe brechen alle Rekorde. Das verkaufen, das verdanken wir nur dir, weil du mit unserem Fahrrad herumgefahren bist. Als Dankeschön darfst du das Fahrrad behalten. Herzlichen Dank. Tschüss. So. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's mit einer sehr, sehr, sehr grausamen Folge. Alter Schwede. Halt, du bringst mir jetzt der Trümmerer bei, oder? Na klar, bla bla, hier, komm, gib mir das. Das machen wir noch hier, das machen wir noch. Ja, ja, zur Trümmerer, Aronon, Viola City, habe ich schon längst besiegt, komm. Wenn du die Attacke aus dieser faulen Baba, vergiss sie nicht so schnell. Okay, überlege dir also zweimal, wen du sie beibringst. So, damit wären wir wieder in der Stadt und Freunde, damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.